herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Maemo Games Serie. In diesem Video geht es um GLTron. GLTron ist ein Spiel, was die OpenGL ES Engine benutzt, also die 3D Engine. Außerdem ist es sinnvoll, bei dem Spiel sich das Keyboard Layout Applet installiert zu haben, damit man sich die Tastatur auf Englisch, auf das englische Layout wechseln kann. Da man sonst in dem Menü nichts auswählen kann. Könnte. So wird man im Hauptmenü begrüßt mit 4 Auswahlmöglichkeiten: Game, Video, Audio und Quit. Quit ist klar, beendet das Spiel. Video sind die Grafikoptionen. Man wählt es aus mit den Richtungstasten, die sie wären auf der englischen Tastatur. Also auf der deutschen Tastatur wären es links, rechts, Punkt und L. So, unter Videooptionen kann man sich dann einmal das Artpack, also wie die Grafiken aussehen, auswählen. Dann kann man Optionen, also wie die Details angezeigt werden, sich auswählen. So, und unter Audio, klar, kann man sich doch die Musik und den Ton aus- oder anschalten. So, wenn wir ein Spiel starten, haben wir nochmal die Option, die Player auszuwählen, also ob man zum Beispiel auf einem geteilten Bildschirm mit 2 Spielern spielen möchte oder gegen 4 Computer. Ich bin jetzt gegen 4 Computer, gegen 3 Computer, Entschuldigung. Und man kann sich noch die Tastenbelegung auswählen und dann wieder jeweils zwischen den Playern auswählen. Also man kann theoretisch bis zu 4 Spieler an einem Gerät spielen lassen. So, starten wir einfach mal ein Spiel. Jetzt ist das Spiel automatisch pausiert. Auf irgendeinem Knopf, den man dann drückt, wird es, fängt das Spiel an. Und aufpassen, es gibt dann einen Grafikfehler, den kann man aber einfach beheben, indem man in eine Richtung drückt. Oh, diesmal nicht. Das ist der Force-Effekt. Ja, und dann steuert man mit A und S, kann man sich ja jeder selber auswählen, wie er das steuert. Ich mag es halt, den die Steuerungstasten, die Richtungstasten bei der linken Hand zu haben. Und ich habe mir auf Ö den Booster gelegt. Das heißt, wenn ich auf Ö drücke, werde ich kurzzeitig schneller. Es wird dann auch per Audio dargestellt, wie man vielleicht hört. Und wie man sieht, war ich jetzt schneller als der Weiße, habe ich aufgeholt. Das Spiel macht mir sehr Spaß. Ist ja jedem immer Geschmackssache. Aber ich ertappe mich oft, wie ich nur links unten auf das Übersichtsfeld schaue und gar nicht mehr die schönen Grafiken bewundere, die wirklich sehr gut aussehen. Also schönes dreidimensionales, dann die Mauern, die man baut, die sind halb durchsichtig, das kann man sich einstellen. Ist standardmäßig nicht eingestellt. Gut, die Explosion sieht jetzt nicht so realistisch aus, aber was erwartet man? Ja, das war's eigentlich zu GLTron. Mehr gibt's da nichts zu sagen. Schönes Spiel für zwischendurch. Einfach, ja, klar, für zwischendurch was. Oh, ich kann gar nicht aufhören. Gut. Das war's hierzu. Auf dem Zurückknopf, also löschen, geht's zurück und wieder auch zurück ins Spiel. Also hier im Hauptmenü muss man dann wirklich auf Quit drücken, bis es dann die Credits angezeigt werden und das Spiel beendet wird. Das war's zu diesem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kann ich nur empfehlen, das Spiel. Es ist kostenlos. Und ja, bis zum nächsten Video.